So. Ich mach nichts. Entschuldigung, ich muss die Mission machen. Ich gebe zu schnell diese 50.000. Ja, die 50 Kopfschüsse. Einladungen sind raus. Warte, ja. Ich muss mal Geld einzahlen. Reich in Richmond. Sekunde. Oh, los geht's. Kann man das etwas? Gibt dich zum anwesenden Richmond. Warum mein Auto schon mal wieder da unten spawnt? Siehst du, der hat keine Lust mehr auf deine Anmachsprüche, Markus. Jetzt fährst du schon alleine. Ich will jetzt einfach aufstehen und das hat weg. Ach, Yvonne hat nie genug von mir. Oder Yvonne? Ich mach's wie bei den Frauen, ich versuche mich immer durch die engsten Lücken zu fetschen. Ach, geil. Du kommst auch durch die engsten Schenkel, ne? Wenn sie glitschig genug sind, ja. Sonst ist das dein Job. Sonst ist das dein Job. Yvonne sagt gar nichts dazu. Sag ja, man wird voll schwierig beim Sprechen. Mensch, Yvönchen, sag doch auch mal was. Muss. Die hat schon keinen Bock mehr auf uns. Die verlässt mir schon nachher die WhatsApp-Gruppe. Den Scheiß tue ich mir nicht mehr. Den Scheiß tue ich mir nicht mehr an. Der Markus hat die bestimmt schon vertrieben. Nee. Getrieben. Das ist dein Part. Eieieiei. Yvonne verlässt die WhatsApp-Gruppe nicht mal richtig anbaggern können, die beiden mich. Na. Keiner von denen kann mich glücklich machen. So. Da ziehe ich mir extra ein neues hübsches Kleid an und trotzdem passiert nichts. Da habe ich extra heute Morgen den Slip vergessen. Frisch rasiert. Ach was. Guter Holzfäller schlägt sich auch durch den dichten Busch. Dichtesten Busch. Ja, Kev, wir wissen, dass du es gerne magst, wenn die Missionen haarig werden. Das ist schon gut. Ja, klar. Haarscharf dann. Moin.
So, ich bin schon da. Wo seid ihr? Ich wette, Yvonne geht bestimmt gerne auf Kundenwünsche ein. Die ist da nicht so. Ach Gott. Die bereitet sich dann vor. Ist das hier nicht die Playboy-Villa? Keine Ahnung, kann sein. Ja, genau. Markus hat schon keine Lust mehr auf Hacken. Ja, es gibt da was mit Icken, das würde ich lieber machen. Öffne deinen Arbeitsplatz. Ja. Soziales Medium. Du meinst Flicken? Ja, so also ähnlich. Zum Fahrradreifen. Also wenn man beides gleichzeitig macht, Kev, also oral und vaginal, dann kann man das schon Flicken nennen. Ach, oh. Hallo, merkst du, dass Yvonne, mein Hals ist schon wieder ganz trocken? Ich brauche was zum Anfeuchten. Ach. Das ist eigentlich ihr Part. Den hätte ich sie bringen müssen, den Spruch. Tor ist offen. Ja, Baby weiß halt, wie man die richtigen Knöpfe drückt. Ach, das wir haben 3 Sterne, ne? Ja. Das war eine schlechte Idee. Wer die war auch das jetzt? Keine Ahnung. Einer von euch jedenfalls. Baby. Ich hab mal. Die Autos hätten wir brauchen können. Ja. Da sind 2 blaue Punkte drauf. Und da steht, bringe die Autos zurück. Was macht Baby? Erst mal mit dem Raketenwerfer rein. Ist so eine Granate. Ja. Du bist auch so eine Granate manchmal. Wollte ich gerade sagen, du brauchst doch keine benutzen, du bist doch unsere Granate. Kannst du ja eine Knaller. Ach Gott, ey. Hat sich ja voll gelohnt, die Mission. Wenn Baby knallt, dann wird's gut. Alles, was Baby knallt, wird gut. Oder Yvonne? Ich wollte eigentlich die Pumpen rausholen und schmeiße eine Granate. Ich sehe es nur, aber Yvonne, wenn du die Pumpgun rausholen willst, dann musst du mich rufen, dann komme ich näher zu dir ran, dann kannst du die Alter, Pumpgun starte mal die, starte jetzt bitte mal die Mission. Statt hier blöd. Weißt du, eben eine Mission, sich auch übel zu haben aufregen, ey. Und dann jetzt auf einmal haut er wieder so Sprüche raus. Dieser scheiß Hacken, das nervt mich gerade. Dieser scheiß Hilf. Ja, ja. Ich hab das doch richtig gemacht, wenn's vibriert. Ich hab doch gestoppt, wenn's hart vibriert. Ja! Das kann Yvonne bezeugen. Wenn es vibriert, dann mache ich es meistens richtig. Ach, geil. So. Bitte jetzt alles, was Granatendinger hat, Granaten drin hat, weglassen. So, Papa fährt das ja in meinem Auto rein. Kann er nämlich am besten. Ich gehe schon mal so rein, ja? Ach Gott. Ihr könnt ja noch hacken. Du machst schon mal, also. Pff, jetzt steht da gleich wieder, Markus ist gestorben. Lass ihn vor. Ja. Flattert hier oben. Hier oben ist irgendwo ein Heli. Ja gut, das sind die Cops. Heli fliegt wieder weg. Hast du die Cops abbestellt?
Nö, ich habe jetzt erstmal ein Auto hier genommen und fahre jetzt raus. Tschüss. Okay, ich steig aus und nehme das andere Auto. Ja, keine Raketen bitte. Ich hab nicht mal Raketen, aber auf euch mal. So, ich habe Lester angerufen, fahren uns dann weg. Klong. Social call. Okay, I'll get you out of trouble. No problem. So. Oh, ich hasse das, wenn die. Gut, geht schon. Ich dachte, der fällt gleich der nächste Kopf in die Karre. Und dann sagt er, du bist schuld. Den geht's ja reich aus, wenn du einen Kaffeebecher fallen lässt, dann kriegst du 5 Sterne. Das reicht schon, wenn du im Singleplayer die Polizisten zu lange anguckst, kriegst du auch sofort Sterne. Ja gut, wenn ich ehrlich bin, als Polizist bin ich ja. Ich war jetzt als Polizist, es geht aber auch im so im Dings-Player. Im Multiplayer. Im Online-Modus. Ich weiß, da steht dann drin meistens das. Ja, sie zücken direkt die Waffe. Die fragen jetzt dreimal nach, was ist los, und dann zücken sie die Waffen. Gut, ich glaube im Singleplayer darfst du nicht mal auf den Flughafen gehen, ohne 3 Sterne zu kriegen. Ich habe unabhängig von der letzten Mission. Pass, Autos parken. Den Typ willst du auch nicht als Feind haben. Ich glaube, bei dem kaufst du auch am besten keine Autos. Wir sind doch eh alles Rassisten für ihn. Naja, hat er ja gesagt. Aber jedes Mal will er unsere Hilfe haben. Ja, hol mir dieses Auto, hol mir das Auto, ne? Aber ich glaube, das ist vorbei jetzt gerade, das Event. Kann das sein? Das ist noch relativ wenig. 16.000? 3.000 Erfahrungspunkte, das ist relativ wenig. Ja, aber überleg mal, die Simeon-Missionen, wie alt sind die und wie wenig haben die damals gebracht? Ja, gut, stimmt wohl. Eine machen wir noch. Würde ich sagen, gut, dann machen wir Feierabend. Ja, dann da ist auch genug erstmal ein Material für dabei, glaube ich, für dich. Ja, definitiv. Ich muss dann erstmal nachkommen mit dem Schneiden. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht heute alles noch. Das mache ich morgen in Ruhe dann. Ja, und morgen entscheide ich dann je nach meiner Stimmung, ob wir nochmal machen oder nicht. Ja, ich weiß es halt nicht. Irgendwie, wenn wir was machen morgen. In der Woche ist mir das eigentlich immer so ein bisschen, naja. Außer freitags, da bin ich da recht offen. So.